Was Leute, mein Name ist Daddy Jess, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute werden wir wieder eine Krankheit sein. Denn wir sind heute zurück bei Bio Inc. Redemption, wo wir eine Krankheit sind und wir sind im Körper eines Menschen und wir müssen uns erweitern und zu ganz vielen verschiedenen Krankheiten werden. Ja, es klingt sehr komisch. Aber wir machen heute weiter, denn es gibt noch eine Sache, die wir machen müssen. Und zwar müssen wir es auf schwer schaffen. Bis jetzt haben wir es immer auf normal gespielt. Es gibt auch noch sehr schwer, deswegen gehe ich mal davon aus, dass schwer etwas schwerer als normal sein wird. Aber wir werden heute einen Menschen töten, der quasi sowieso schon eine sehr ungesunde Lebensweise hat. Und wenn du dich fragst, was eine ungesunde Lebensweise ist, er trinkt Alkohol, er raucht und er hat vielleicht das Pech und arbeitet in einer Gegend, wo sehr viel Staub ist. Ich kann euch sagen, Staub einatmen bei einem Job, wo man das tun muss, wie zum Beispiel Bauarbeiter, das ist schon ziemlich ungesund. Und vielleicht ist die Person sogar noch älter, okay? Also Krankheiten funktionieren eh leichter bei älteren Menschen. Ist ja leider so, weil der Körper schwächer ist. Nun, für den Friedhof brauchen wir 7 Totenköpfe. Das Ding ist, wir haben leider erst 6. Um 7 zu bekommen, müssen wir einen mehr bekommen, logischerweise. Und das bedeutet, wir gehen zu Vorsprung nochmal, wo der Typ sowieso schon ungesund lebt. Und werden dort den letzten Totenkopf holen, indem wir das Spiel auf schwer spielen. Falls du es getan hast, solltest du unten kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr der Zukunft zu verpassen. Und falls du das getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade. Und du kannst zur Glocken hängen. Fünf Glocken hängen. Lass uns reingehen und uns um den Typen kümmern. Wir nennen ihn diesmal. Erstmal auf schwer. Wir nennen ihn diesmal Fritz. Das ist richtig, Fritz. Das war's mit dir. Okay, nein, Spaß. Fritz war immer nett zu mir, aber trotzdem töte ich ihn. Wir können einen Booster-Slot wählen. Lass mal sehen, was verbessern wir diesmal. Starte den Level mit 15 Biopunkten. Ist eigentlich etwas sehr Sicheres. Starte den Level mit 2 zufällig entwickelten Krankheiten. Gott, das sieht auch geil aus. Alle diagnostischen Tests brauchen 50% länger. Leute, ganz ehrlich, irgendwie ist alles geil. Ich nehme einfach das hier. 50% länger, definitiv. Obwohl, das hat nur einen Biopunkt gekostet. Aber dann wird er ja um die Hälfte langsamer gesund. Also sollte das 100%ig klappen, oder? Ja, wir werden sehen. Ziel, töte Fritz. Easy peasy game, easy peasy life, okay. Wir haben 0 Biopunkte bis jetzt. Wir sammeln erstmal Punkte und Fritz ist sowieso schon übergewichtig, ne? Ist er übergewichtig? Ja, er sieht übergewichtig aus. Nicht todesübergewichtig, aber so ein bisschen, okay? Armer Fritz. Deswegen soll es klappen, weil, wie gesagt, er ist halt eh schon ungesund. Also auf schwer eine gesunde Person zu töten und junge Person, das ist schon verdammt schwer. Aber ich meine, er lebt eh ungesund. Also sollte es einfacher sein, definitiv. Nein, ich hab einen Punkt verloren. Wieso verliere ich Punkte? Das ist ein Scherz. Ich glaube, ich spare erstmal für Hohenkrebs. Hohenkrebs kostet 18 Biopunkte. Wir haben erst 10, aber noch 8 mehr und dann können wir ihm Hohenkrebs geben, was echt keine schöne Krankheit ist. Also, ich weiß nicht, aber armer Fritz, tut mir jetzt schon leid, ehrlich gesagt. Euch auch? Dir nicht? Gott, bist du hart. Gesundheit 90%. Ach so, 90%, weil er sowieso schon ungesund lebt, ne? Ah, okay, verstehe. So sammeln wir das Ganze hier auf. Sehr schön, sind wir 18. Aber das Ding ist, es gibt halt noch andere Sachen, wie Risikofaktoren zum Beispiel. Was auch richtig geil ist auf jeden Fall. Pechvogel. Ich muss es erstmal machen. Ich muss Pechvogel machen. Rauchen ist die häufigste, am leichtesten zu verhindernde Krankheits- und Todesursache. Rauch enthält krebserregende Inhaltsstoffe, die dem Körper vergiften und genetische Mutationen verursachen. Damn! Ich meine, wir machen ihn zum Raucher, schätze ich mal. Das ist echt nicht ohne. Also wenn du rauchst, dann das sollte dich abschrecken, okay? Damn! Oh, okay, ich seh's. Er fängt an zu rauchen, okay. Das ist komplett okay mit mir, weil ich meine, wäre das ein guter Kumpel von mir, hätte ich gesagt, Buddy, du solltest dir überlegen, ob du noch weiter rauchst. Aber da es mein Opfer ist, sage ich, ja, rauch ruhig weiter. Ich meine, ich konnte dir dadurch keinen Hodenkrebs holen, aber jetzt bekommst du, jetzt tötest dich quasi selbst. Also ich muss nicht viel machen, Buddy. Wow, Gott, du bist doch noch komplett gesund. Was ist los bei dir? Man muss sich voll beeilen, weil die Punkte so schnell verschwinden. Man muss richtig schnell sein. Ach du Kacke. Schlechte Ärzte, wir geben schlechte Ärzte. Alle Diagnosen brauchen 50% länger. Wie geil ist das denn, Leute? Ja, schlechte Ärzte sind gesund, ja. Also wenn man einen richtig schlechten Arzt hat, deswegen sollte man immer nur, wenn man sterbenskrank ist, auf jeden Fall nur zu den besten Ärzten gehen. Und er tut das anscheinend nicht, deswegen... Ja, was soll ich sagen? Nein, nein! Hör auf, hör zu verschwinden, bitte! Das nervt so hart, wenn es verschwindet. Es verschwindet doch normalerweise nicht so oft, oder? Wow, er hat ungeschützten Geschlechtsverkehr. Heilige Kacke, ist er dumm. Dreh das Rad der Krankheiten. HIV bitte. Nein, wir bekommen gar nichts. Ah, Partner ist gesund. Verdammte Scheiße. Gib mir die ganzen Punkte. Ich muss jetzt, ich bin da traurig, okay? Ich bin traurig. Als Strafe bekommst du Hodenkrebs. Ja, entwickeln. Auch Schmerzen und Rückenschmerzen. Das ist nicht ohne. Auf was gehen wir als nächstes? Wir können auf die Nerven gehen, theoretisch. Ja, das wäre sogar ganz gut. Ich glaube, ich gehe auf die Nerven. Lass mal sehen, was wir dort verbessern können. Chronischer Stress. Oh. Ja, ich muss echt auch
auch doch dran arbeiten, Leute. Ich hab echt viel Stress auf. Also, ich muss echt dran arbeiten. Ein bisschen mehr zu chillen. Ich habe sogar vor dem Video gerade meditiert so ein bisschen, okay? Normalerweise hat mir jeder gesagt, meditiere für eine halbe Stunde. Ich habe es für 5 Minuten geschafft, okay? Ich bin ungeduldig. Ich kann nicht eine halbe Stunde einfach da sitzen und gar nichts tun. Aber ich verbessere mich langsam und wir können hier was verbessern. Mehr Ressourcen, was sehr gut ist. Aber ihr versteht meinen Punkt, okay? Ihr versteht meinen Punkt. 88% Leben hat er noch, okay. Ah, wir brauchen mehr Biopunkte. Wir gehen, ja, als nächstes würde ich sagen, wieder auf die Nerven, oder? Ja, Nerven ist immer gut. Oh, erstmal die Blauen, weil die geben die meisten Punkte. Ah! Ich wollte nicht, dass das andere verschwindet. Es ist echt erbärmlich, wenn das andere verschwindet. Das ist extrem nervig. Immer erst 9 Biopunkte, was ein bisschen zu wenig ist, Bro. Komm schon, Bruder. Let's go! Was? Über 60 Jahre alt wurde zufällig entwickelt. Ah, das wurde ganz zufällig entwickelt. Verstehe. Besuch beim Arzt, leider. Tja, so ist es halt nun mal. Irgendwann besuchen sie halt nun mal den Arzt und das ist mein größter Feind in dem Fall. Wir verbessern jetzt erstmal wieder Nerven oder lieber Kreislauf. Nerven ist doch ziemlich hoch. Bisschen frustrierend ist das ja schon. Keine Ahnung, was da los ist, aber ja, Nerven im Kopf, die finden alle im Kopf statt. Alle. Nervenzusammenbruch ist gut. Parkinson-Krankheit. Die Parkinson-Krankheit ist eine fortschreitende Störung des Nervensystems, die sich auf die Bewegung auswirkt, während das Zittern das bekannteste Symptom der Parkinson-Krankheit ist. Damn. Ich nehm's aber mal, Leute. Zittert er jetzt? Das würde mich mal interessieren, ob er jetzt anfängt zu zittern. Armer Kerl, Alter. Das ist ja nicht normal, was da abgeht. Oh nein, Verdauung. Oh, nicht verpassen. Gib mir das Blaue. Die Blauen verschwinden so schnell, Leute. Und die Grünen, die verschwinden mega schnell. Ist nicht mehr normal. Alles gut bis jetzt, Leute. Wir machen einen guten Job. Ich weiß, was ich tue. Leider ist er beim Arzt. Was verdammte... Das ist echt scheiße. Was soll ich sagen? Oh, da ein blauer Punkt. Grüner Punkt. Genau. Nein! Die grünen Punkte sind so gut. Krankheits... Was? Irgendwas wurde entwickelt, Leute. Ich habe nur nicht lesen können, was genau. Krankheitserreger in Fritz. Krankheit befindet sich im Streik. Im Streik? Ein... Was? Ich habe mir dann vorgestellt, wie so ein Arzt sich im Streik befindet. So, ich will mehr Geld oder ich rette das Leben des Patienten nicht. Außer ich bekomme mehr Geld. Das ist ziemlich brutal. Stell dir mal vor, Ärzte... Streiken Ärzte? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie was von streikenden Ärzten gehört. Das wäre auch ziemlich assi, weil Ärzte verdienen eigentlich ziemlich gut. Also, ich weiß ja nicht, aber... Auf was soll ich als nächstes gehen? Wir gehen als nächstes auf... Oh, schon wieder Nieren. Auf geht's auf die Nieren. Yeah! Nieren sind... wo sind die Nieren? Hier sind die Nieren. Nierenzysten. Okay, das klingt ziemlich geil. Wir gehen einfach... Wir verbessern 2 Sachen bei Nieren. Oder was ist hier? Nierenversagen. Yeah! Perfekt, wir haben sogar genug Punkte dafür. Nicht schlecht. Muskeln. Lass uns auf Muskeln gehen. Das wäre geil, Leute. Ja, schön auf Muskeln. Würde mir gefallen. Was ist eigentlich mit Knochen? Knochen sind noch sehr gesund. Und er ist über 60. Also auf Knochen sollten wir gehen können. Ja, definitiv. Ich will mal ein bisschen sparen für Knochen. Das sollte geil sein. Jetzt gehen wir auf Knochen und ich wollte hier Arthritis verbessern. Oh, das war das Falsche. War das Leukämie? Oh, das war Osteoporo... Auch nicht. Was denn war das? Was wollte ich entwickeln? Okay, vielleicht doch das. Leukämie. Leukämie ist ein Krebs des blutbildenden Gewebes. Okay, nehmen wir mal. Ich meine, Krebs ist allgemein immer beschissen. Deswegen, ja, wir werden ihn mit Krebs eliminieren. Das ist richtig. Du hast schon gehört, Fritz. Das war's für dich, Bruder, okay? Das war's für dich. Er blutet sogar aus dem Mund. Fettleibigkeit wurde zufällig entwickelt. Yes! Geile Kacke. Ja, Depression ist ein Grund für Fettleibigkeit. Also, ich werde depressiv, wenn ich dick bin, okay? Also, ich fühle mich einfach nicht gut dann. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. Deswegen, aber ein paar Leute, um ihre Depression zu beenden, dann essen sie halt mehr, okay? Und manche Leute essen gar nicht. Aber ich würde sagen, sogar mehr zu essen ist... Nee, beides ist ungesund. Aber ich würde sagen, zu wenig zu essen ist super ungesund. Also wer zu wenig isst... No! Ja! Immer auf das Grüne gehen. Boah, nervt das, ey. Das nervt so hart. Auf was soll ich als nächstes gehen? Auf Knochen? Ja, Knochen. Ja, Nieren. 90%. Oh, wieder das Blaue weg. Oh, es, wieso ist das so schnell weg? Ist das ein Scherz? Auf was soll ich denn gehen? Oh, das ist Grüne. Nimm das Grüne. Ja, sehr schön. 3 Punkte. Ist besser, Leute. Glaubt mir. Lohnt sich definitiv mehr. Wir gehen jetzt auf Kreis. Atemweg wäre ganz gut. Atemweg oder Knochen? Ich glaube, ich gehe mal auf Atemweg. Ja, lass mich auf Atemweg gehen. Wir geben ihm Emphysem. Ein Emphysem trifft auf, wenn die Lungenbläschen allmählich zerstört werden. Das klingt tödlich. Wir geben eine Grippe, weil es immer gut... Lungenkrebs! Wow! Oh mein Gott, das ist sehr schwer, das zu überleben, Leute. Lungenkrebs. Okay. Also... Ja, das ist... Wir geben ihm Lungenkrebs. Kein Kommentar, Leute. Es fällt mir schwer, das zu kommentieren, weil es alles grausam ist, was ich hier tue. Es ist alles grausam und fürchterlich. Und ich mache es trotzdem. Ich mache es einfach, okay? Ich tue es einfach. Für Lungenkrebs brauchen wir aber eine Menge. Also Lungenkrebs aber so sehr schwer zu heilen. Ja, sehr, sehr schwer. Armer Kerl. 52% ist das ein Scherz? Du hast doch schon beschissene Ärzte. Wieso machen die einen guten Job? Erklär mir das mal. Würde mich auch mega interessieren. Okay, gib mir noch 1 Punkt. Jetzt haben wir genug für Lungenkrebs. Ja, man merkt auf jeden Fall, das ist deutlich schwerer jetzt. Ich gebe ihm Lungenkrebs. Ist mir jetzt egal. Lungenkrebs entwickeln. Boom. Bronchitis können wir nicht. Okay. Oh, komm schon, Buddy. Was hast du noch? Muskeln sind noch ganz weit oben. Verdauung. Verdauung ist noch sehr, sehr weit oben, Buddy. Oh, Genesung geht langsam wieder runter. Ah. Okay, wir gehen das. Ah, Gott, wir gehen das nächste auf Verdauung auf jeden Fall. 54%
hat er jetzt Genesung. Aber mich interessiert, wenn ich jetzt auf Verdauung gehe, ob es dann weniger wird. Würde euch ja mega interessieren, Leute, weil hier haben wir noch nichts verbessert. Verstopfung? Ja, Verstopfung, komm schon. Das ist gar nichts. Geben wir ihm eine Salmonelleninfektion. Was Besseres, was auch. Ja, und wir geben Verstopfung. Das ist richtig. Na los, Furz! Bleh! Okay, also die Genesung geht leider nicht runter, so wie es aussieht. Oder wir nehmen erst das Blaue. Erst das Blaue, Leute, genau. Sehr schön. Immer auf das Blaue und auf das Grüne gehen, das ist effektiver. Plus 4. Ah, Mann, wieso geht das so schnell? Er ist immer noch relativ gesund. Schwer ist echt schwer. Also, ich merke den Schwierigkeitsgrad, wie viel schwerer das wird. Wir müssen noch mehr auf Verdauung gehen, glaube ich. Oh, nein. Komm schon, geh auf Verdauung, Bro. Oder? Verdauung ist doch, ja, gut, geht langsam runter. Aber ich glaube, wir müssen noch mehr auf Verdauung gehen. Er hat ja Lungenkrebs jetzt, also, das ist schon echt krass, Leute. Vielleicht soll ich mich eher auf eine Sache fokussieren mehr. Erstmal eine Sache auf Null bringen. Ich glaube, das könnte gut sein, oder? Wenn ich alles zum Beispiel bei Atemweg verbessern würde, dann würde er ja nicht mehr atmen können. Und dann würden alle anderen Sachen auch versagen. Alle Knochen würden versagen, Nerven würden versagen, Nieren würden versagen. Vielleicht ist es sogar ganz schlau, nur auf den Atemweg zu gehen. Wir können ja mal rum experimentieren und das mal probieren, okay? Hier haben wir den Atemweg und hier haben wir Bronchitis. War das Atemweg? Ich glaube, ja, das war Atemweg. Wir geben alles einfach. Sehr schön. 15 brauchen wir dafür. Pheumothorax. Ich muss mit mir eigentlich gar nicht durchlesen, was es alles macht, weil ich weiß, das ist kacke. Und deswegen gehen wir da drauf. Obwohl, ja, im Endeffekt ist es schon gut, sich zu verteilen. Ich weiß nicht, Leute. Ich experimentiere nur rum, okay? Sie sind zu 67%, ist das ein Scherz. Ich bitte dich. Hört auf, so schnell zu sein und hör auf, gute Ärzte zu haben, okay? Bitte. Da oben ist blau. Den nehmen wir. Wunderschön. Wir gehen nochmal auf Atemweg. Ja, ich will rumexperimentieren gerade, Leute. Wir upgraden bei Atemweg wirklich alles gerade. Alles. Also Atemweg geben wir eben noch das hier. Entwickeln. Boah, jetzt hat er echt eine Menge. Atemweg ist jetzt auf 0. Notaufnahme. Ah. Jetzt muss er aber sterben, oder? Systemversagen. Ja, Atemweg. Kommt schon, Leute. Das muss irgendwo ein Systemversagen sein. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, oder? Wie seht ihr das? Wir können nochmal auf die Knochen gehen, auf jeden Fall. Er ist jetzt über 60. Ja, definitiv Knochen ist eine gute Idee. Let's go. Wir gehen auf die Knochen. Obwohl, Knochenversagen. Ja, gut, das könnte auch ein Grund sein. Irgendwas Porose. Geben wir ihm Rachitis. Rachitis, oder ja, ja, so heißt es genau. Okay, er ist gerade am Sterben, was sehr gut ist. 69%, 34% Genesung. Also, nein, ich habe das Grüne verpasst. Oh, kacke. Okay, er stirbt gerade, so wie es aussieht. 27%, 89% Genesung. Ist das ein Scherz? Kann es sein, dass wir es nicht hinbekommen? Das könnte sehr wohl sein. Damn. Oh, wow. Vielleicht soll ich mich doch nicht auf alles fokussieren. Oder wie sieht es, Leute? Ich glaube nicht. Ich gebe mir einfach mal das hier. Was soll ich machen, Leute? Ich muss ihm ja irgendwas geben. 99%? Oh nein, er wird geheilt. Ich das nochmal machen müssen, Leute. Ja, mit Sicherheit nochmal machen müssen. 99% schon. 90% Gesundheit. Ja, wir verlieren das. Er braucht nur noch 1%. Noch 1%. Was soll das denn bitte? Heilige Kacke. 100%. Er hat überlebt. Oh mein Gott, wir haben es nicht geschafft. Ich mach's nochmal, Leute. Was für ein Wichser. Schwere Depression gebe ich ihm. Kreislauf läuft gar nicht mehr bei ihm, Leute. Oh mein Gott, jetzt geht's richtig schnell runter. Das sind gute Neuigkeiten auf jeden Fall. Machen wir ihn über 60 Jahre alt. Und dann geben wir ihm die Alzheimer-Krankheit. Da vergisst er manchmal bestimmt zum Arzt zu gehen oder so. Wette ich mit euch. Holy moly. Das sieht schon besser aus beim letzten Mal. Ich glaube, ich habe vieles dazugelernt. Jetzt, nach dem 15. Mal oder keine Ahnung, wie oft ich es spiele. 71%, 22% Gesundheit. Okay. Tja, klappt das diesmal oder nicht? Ja, 3% Gesundheit nur noch. Also quasi, wie wir es gemacht haben, seine ganzen Sachen. Also nicht auf alles gehen, sondern wirklich auf erstmal sich auf eine Sache fokussieren. Weil wenn er erstmal zur Notaufnahme kommt, dann kann man das upgraden. Dann bekommt man immer plus einen Punkt dazu. Also kann ich beim nächsten Mal zeigen, Leute. Wir geben ihm noch die Parkinson-Krankheit. Genau, sehr schön. Wie seht ihr, ich habe mich nur auf drei Sachen fokussiert. Und anscheinend hat es besser funktioniert. Asthma. Allergien braucht er dafür. Verstehe. Also, da müssen wir erstmal das hier erhöhen. Okay. Und dann müssen wir auf Asthma gehen. Ja, wir können sogar verbessern jetzt. Geil. Okay, das ist gut. Werde ich ja merken, auf jeden Fall. Und 1% Gesundheit und er ist tatsächlich tot. Auf schwer. Ich glaub's nicht. Bro. Wir haben Friedhof freigeschaltet. Oh, das war so heftig. Schalte alle Systeme aus. What the hell? Okay, Leute. Auf jeden Fall werde das Video für heute mal stehen lassen. Also, vielen Dank, was ihr euch auf mehr davon lassen. Daumen hoch, da unten solltest du kurz abonnieren, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade. Und du gehörst zur Glocken. Ja, einfach Glocken. In der Beschreibung findest du mein Merch, mein Instagram. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also, klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!